Was geht ab, meine Z-Fighter-Hoster hier? Und heute stellen wir uns der Frage, wie wird denn unser Boy Jiren nach seinem Dokkan Awaken? Warum stellen wir uns der Frage? Denn auf der globalen Version ist er momentan nur auf dieser Stufe aufzutreffen, ein Dokkan-exklusive SSR-Charakter, der damals in dem Banner vertreten war, hat aber noch sein Awakening nicht, weder sein Dokkan-Event noch sein Awakening, wie gesagt. Das Ganze wird sich aber eventuell demnächst schon ändern, denn als nächstes sollte auf der globalen Version das Event rund um Super Saiyan Blue Evolution Vegeta kommen und zeitgleich sollte dann dazu auch das Dokkan-Event zum neuen Jiren kommen mit seinem Dokkan Awakening und. So war das auf der japanischen Seite, warum sage ich eventuell, denn wenn nichts vorgeschoben wird, wird wie gesagt Super Saiyan Blue Evolution Vegeta nach der momentanen Celebration auf die globale Version kommen, zusammen mit Jiren und seinem Dokkan-Event. Evolution Vegeta natürlich bekommt auch sein Dokkan-Event, sein Banner etc. Jiren wird auch sein Banner sein, aber das Ganze sollte dann vorhanden gehen. Anfang Oktober, also der 4. Oktober, das ist der Datum, an dem die momentane Celebration endet. Heißt entweder ein paar Tage davor, ein paar Tage danach. Anfang Oktober, will ich euch mal sagen, sollte das Ganze online kommen mit Evo Vegeta und dem Dokkan Awakening zu Jiren, Dispo, Toppo und natürlich Evolution Vegeta. Und dementsprechend werden wir heute schon mal in einem Preview, so Sneak Peek, sage ich mal, uns die Charaktere ansehen, was sie denn drauf haben werden. Alles klar, unser Boy Jiren ist, wie gesagt, momentan so wie er jetzt ist, der Universe Survival Saga Kategorie Leader. Er gibt der Kategorie Key plus 2 auf HP Attack meine 520% oder Strength Charakteren Key plus 2 auf HP Attack meine 40%. Mit seiner Ulti macht er immense Damage und findet die Verteidigung des Gegners stark. Passive erfolgt folgendermaßen: Er bekommt auf den Angriff und auf die Verteidigung 120% und er hat eine Medium Chance, alle Gegner zu stunnen. Also wirklich alle, die auf dem Feld sind. Links hin haben wir Cold Judgment, Shocking Speed, Infighter, Hero of Justice, Tournament of Power, Godly Power. Er ist momentan in den Kategorien Realm of Gods und Universe Survival Saga. Alles klar, soviel zur globalen Seite. Wie gesagt, wenn sein Event kommen sollte, so war das in JP, wenn nichts vorgezogen wird, wird das nächste Woche vorhanden gehen. Die Tage werden wir auf jeden Fall schauen. Dann wird man dazu in der Lage sein, ihn mit 77 Medaillen aus seinem Dokkan-Event zu awaken, nämlich zu diesem Jiro hier, wie ihr ihn hier seht, wie er so schreit. Und was hat dieser Boy drauf? Nun, dieser Boy, wenn wir uns den mal ganz kurz anschauen können, sein Leader-Skill ändert sich folgendermaßen. Er gibt dann Key plus 3 für die Universe Survival Charaktere und auf jeden Attribut 150% oder Strength Charakteren Key plus 3 auf jeden Attribut 50%. Ulti bleibt gleich, immense Damage, greatly lowers Death des Gegners. Passive ändert sich an der Stelle, er bekommt auf den Angriff und auf die Verteidigung 130%. Er hat, wie gesagt, immer noch die Medium-Chance, den Gegner zu stunnen, aber zusätzlich tut er jeden Gegner, der gestunt ist, zu 100% kritten. Linkskills bekommt natürlich hinzu fürs Battle und dann wird unser Boy quasi so eine Maschine. Dementsprechend werden wir folgendes Team mit ihm showcasen, denn zu ihm selbst bekommt noch Dispo sein Awakening mit den Jiren-Medaillen. Was hat denn unser Boy Dispo hier an der Stelle drauf? Wenn wir uns das Ganze mal ganz kurz ansehen dürfen, und zwar ist unser Boy hier. Ja, Leader Skill ergibt AGL-Charakteren Key plus 2 auf 400%. Nicht 170, auf jeden Attribut 70% natürlich, 170, das wär's. Und er macht Supreme Damage, erhöht seinen Angriff für 6 Runden. Seine Passive ist sehr, sehr interessant, denn er bekommt auf den Angriff 20% jedes Mal, wenn eine Runde beginnt. Jedes Mal, wenn der Junge reinkommt, bekommt er 20% auf seinen Angriff und das ist unbegrenzt. Das kann man unendlich stacken. Natürlich ist es quasi in der Praxis nicht möglich, aber es hat keine Begrenzung. Dazu bekommt er aber noch zusätzlich, wenn er jedes Mal in die Runde kommt, als Start of Turn, 15% die Fähigkeit zu dodgen, sowohl Auto-Attacks, also normale Angriffe, als auch Super-Attacks, also ja, Ultis. Aber das beschränkt sich bei 60%, also das Maximum ist hier bei 60%. Link-Skill, Signature Pose oder whatever. Hero of Justice, Speedy Retribution, Shocking Speed, Infighter, Tournament of Power und Fierce Battle. Er ist in der Karte Universe Survival Saga. Der Dude ist wirklich sehr, sehr gut als Linken-Partner mit Jiren. Wir werden dementsprechend auch beide in einer Rotation halten. Warum? Denn die beiden teilen sich 5 Link-Skills, waren das glaube ich, 5 oder 4. Ne, es waren 5 und unter anderem sharen die sich Linkskills, sodass beide auf 50% Angriff kommen, also sie bekommen durch die Linkskills 50% gegenseitig auf den Angriff und Key plus 5. Aber das ist doch nicht alles, denn zusätzlich dazu bekommt Toppo noch sein Awakening. Toppo wird dann folgendermaßen aussehen: Er wird zum God of Destruction. Für ihn braucht man aber die
35 Medaillen aus dem Evolution Vegeta Dokkan Event. Das sollte, wie gesagt, auch dann zeitgleich alles kommen. Evolution Vegeta, unser Boy, werden wir uns die Tage noch genauer ansehen. Aber ist auf jeden Fall auch eine Bestie. Topo, wie gesagt, hier, was kann der dann, was hat der da drauf? Ist ein reiner Supporter. Wenn er angreift, macht es Supreme Damage und erhöht den Angriff der Verbündeten in dieser Runde um 25%. Seine Passive ist folgendermaßen: er gibt jedem Verbündeten auf den Angriff und auf die Verteidigung 35% und verringert von Extreme Class Enemies die Verteidigung 50% an der Stelle. Wie gesagt, bei ihm brauchen wir die Medaillen von 35 Medaillen vom Vegeta Event. Ansonsten, was bei ihm noch nennenswert ist, er ist wirklich ein sehr guter Supporter, würde zusätzlich noch für Jiren geben Godly Power. Das wären weitere 15%. Heißt, die Rotation, die ich showcasen will, ist auf jeden Fall in einer Rotation. Werden wir hatten Jiren mit Dispo, 5 Links jetzt, wie gesagt, Ui Goku mit Evolution Vegeta. Das ist unsere Universe Survival Saga Kategorie. Supporterin gibt dementsprechend ihnen Key plus 2, Attack und 30%. Aber so ideal wäre dann, wenn wir diese Rotation haben, das will ich gerne euch zeigen. Wenn wir Jiren haben, Dispo, also Jiren dann in die Mitte stellen, Dispo, Jiren und Topo, weil dann bekommt Jiren noch zusätzlich Godly Power hinzu. Er hätte dann quasi 65% durch den Links auf seinen Angriff. Das will ich auf jeden Fall triggern. Dann würde ich sagen, lasst mich alles bereit machen und wir sehen uns gleich in dem Event wieder. Alles klar, und wir sind im Dokkan-Event von Ultra Instinct Goku. Und wie gesagt, das Ganze soll einem Vorschau dienen zu dem, was uns erwartet mit dem Dokkan Awakening von unserem Boy Jiren. Der ist lange Zeit eigentlich schon auf Global, aber hat sein Dokkan Awakening nicht bekommen. Bekommt ihn dann zeitnah, sage ich mal. Anyway, die Rotation ist auf jeden Fall schon sehr, sehr nice. Wir haben hier das, was wir wollten. Wir stellen das Ganze mal so auf, Ultra Instinct Goku in die Mitte, denn dort bekommt noch Godly Power von Topo. Topo an sich in wirklich sehr, sehr solide Supporter für das Universe Survival Saga Team. Ansonsten, was halte ich eigentlich von Jiren? Wir wollen uns ja quasi anschauen, wie er nach seinem Dokkan Awakening wird. Wir haben besprochen, was er drauf hat. Was halte ich davon? Viele, als er seine Transformation bekommen hat, mit dem Release von Evolution Vegeta damals auf der japanischen Seite, auf der japanischen Version, haben viele darauf gehofft, dass Jiren eine Transformation bekommt. Ähnlich wie Ultra Instinct Goku. Das hat aber nicht bekommen. Das habt ihr deutlich gesehen. Seine Passive war, ist schon zu Beginn wirklich hoch gewesen. 120% auf Angriff und Verteidigung. Da hat man damals spekuliert, wird es auf 150 hochgehen. Das wäre aber viel zu viel auf Angriff und Verteidigung. Deswegen finde ich ja 130% gut. Der Passive Teil mit dem Stunnen, da kann man sich überschreiten. Viele sind der Meinung, dass in Dokkan Events das eh nicht getriggert wird, weil viele Charaktere immun gegen Stun sind. Das stimmt, aber das zählt nur für die letzten Phasen. Zum Beispiel hier können wir ihn stunnen. Wurde er gestunnt? Wir haben hier Double Jiren drin. Leider nicht, okay, wir haben zweimal Medium Chance gehabt, ihn zu stunnen. Er wurde leider nicht gestunt. Und wenn der Gegner eben gestunt ist, dann bekommt, hat Jiren eine 100%ige Crit-Chance auf den Gegner. Anyway, außerhalb davon sind wir in dem Event von Ultra Instinct Goku, weil Jiren mehr Schaden gegen ihn macht. Im Radar hat er jetzt zum Beispiel 1,8, Freunde. 150% durch zwei Leader. Universal Saga-Kategorie sollte man auf jeden Fall nicht schätzen. Unser Boy Jiren auch nicht. 3,3 Millionen, lasst euch nicht täuschen, wie gesagt, er macht mehr Schaden, aber dennoch findet er in seinem Team wirklich sehr, sehr solide Charaktere, die gute und viele wichtige Linkskills mit ihnen teilen, vor allem Dispo zum Beispiel. 5 Linkskills, die kommen auf, was haben wir gesagt, Key plus 5 und 50% auf den Angriff, also das soll man echt nicht unterschätzen. Zusätzlich, wenn noch Topo hinzukommt, bekommt er Godly Power und. Außerhalb davon haben auch die anderen Charaktere, wir machen das Ganze mal so, weil dann bekommen Vegeta noch Super Saiyan. Außerhalb davon haben noch die anderen Charaktere, wie gesagt, Turn auf Power Link Skills, weil sie alle in der Kategorie Universe Survival Saga sind. Das Universe Survival Saga Team, die ganze Kategorie rund um Jiren, er als Leader, ist wirklich solide, sollte man nicht unterschätzen. Und ein LR kam jetzt hinzu, LRGF, den könnte man auch ohne Probleme hier spielen, weil da haben auch Charaktere, zum Beispiel Rival Duo, so wie unsere Supporterin oder Topo an der Stelle. Also das Team an sich, die Synergie ist wirklich sehr solide, ich finde das die Kategorie auch gut. Was mit Jiren gemacht haben, wie gesagt, dass sie seinen Angriff auf 130% und Verteidigung gebracht haben, finde ich in Ordnung, weil 150 wären viel zu viel. Aber ich verstehe auch die Leute, die quasi da ein bisschen böse sind, dass er keine Transformation hat. Das jedoch ist für mich ein Indiz darauf, dass in Zukunft ein Jiren kommen wird. Sei es zum Beispiel ein Jiren, der sich zu Full Power Jiren transformiert oder direkt ein Full Power Jiren. Ebenso halte ich es auch für wahrscheinlich, dass ein Ultra Instinct Goku Karte kommen könnte in der Zukunft, weil der jetzige ist ja Ultra Instinct sein und wird zu Ultra Instinct heißt. Damit meine ich, dass wir quasi direkt einen Ultra Instinct Goku bekommen könnten, der in der Form ist. Und jetzt habe ich was vergessen, Freunde. Jetzt habe ich was vergessen. Items. Ultra Instinct Goku. Oh Gott. Ich habe total falsche Items dabei. Denn ab dieser Stufe tut
der Boy uns one-shotten. Das ist eine Genki-Dame, die auf uns abfällt und wir sind dann down. Haben wir ihn gestunt? Wir haben ihn nicht mal gestunt. Jiren, mach deinen Job in deinem Showcase. Boy, was soll ich dir sagen? Was ich jetzt machen werde, Freunde, hier nimmt ihr auf jeden Fall mit Items, die quasi ihn stunnen, ihn zielen oder direkt die Runde dodgen, damit er euch nicht ultet. Worauf ich jetzt hoffen muss, ist einfach, ich muss ja meine Items zünden, die meine Verteidigung erhöhen, oder ich hoffe darauf, dass Dispo dodgt. Er sollte jetzt, glaube ich, eine 30%ige Chance haben zu dodgen durch die Passive. Er kam, glaube ich, zweimal rein. Schauen wir mal, kann auch so laufen, aber an allen anderen, wie gesagt, wenn ihr das Event von Ultra Goku macht, ab dieser Phase, passt ihr bitte auf, wegen dem Items. Und außerhalb davon haben wir quasi eigentlich die beste Rotation hier. Heißt, wenn der Angriff durchkommt, wäre es nicht schlecht. Hier sind wirklich sehr viele Links jetzt getriggert von Jido. Dodge das. Dispo? Nice! Genau deswegen haben wir Dispo da. Korrekt. Lief alles noch sehr, sehr gut. Dann sehen wir auch eigentlich von dem besten Szenario von Jiren, was er jetzt drauf haben wird. Und zwar, wir haben hier 2,3 Millionen. Der wird richtig viel Schaden machen. Der wird richtig viel Schaden machen, weil er noch sehr effektiven Schaden gegen ihn macht. Also durch den Dokkan-Event bedingt 4,4 Millionen Crit. Krass, 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 krass. Also, ihr seht, euer Boy Jiren sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Wie gesagt, lasst euch irritieren von dem, was rauskommt, weil er vermehrt Schaden macht in dem Event. Aber außerhalb davon habt ihr die Rotation gesehen, auf was er kam. Im Endeffekt Key plus 5, also natürlich auch mehr. Aber was wichtig ist, weil er auch von Toppo Turn of Power und Shocking Speed bekommt. Sofern Toppo Shocking Speed hat, sollte er eigentlich haben, schauen wir mal ganz kurz. Was aber wichtig ist eben, wegen zusätzlich, dass er noch Godly Power bekommt, dass dann 15% weitere drauf. Das Turn of Power Link Skill. Und das sollte sein, das ist Godly Power. Was war Infighter? Shocking Speed, ja, Shocking Speed hatte. Okay, alles gut. Also viele Charaktere in diesem Team Setup haben Shocking Speed und wir setzen mal Uigoku in die Mitte, weil sie teilen sich Godly Power noch mit Jido. Shocking Speed und Turn of Power, was Linkskill anbelangt, deswegen in diesem Setup. Was mache ich? Ich habe einfach nicht die Roten eingesammelt. Kein Sinn. Naja, anyway. Ja, die Synergie ist auf jeden Fall vertreten hier in dem Universe Survival Saga Team. Und mit 150% auf jeden Attribut ist auch auf jeden Fall echt solide, sollte man nicht unterschätzen. Ansonsten unser Boy Evolution Vegeta, wie gesagt, zu ihm, wo sollte die Tage auch noch ein Pure Saiyan Team Showcase kommen. Eben auch als Vorschau darauf, was uns auf der globalen Seite erwartet. Ich sage es nochmal und zum letzten Mal wahrscheinlich, hoffentlich. Ich habe mich echt oft wiederholt wegen dem. Aber die momentane Celebration geht bis 4. Oktober auf der globalen Version und eigentlich sollte danach Evolution Vegeta mit Jiren kommen nach der Teilung in JP. Es sei denn, es wird irgendwas vorgezogen. Was könnte vorgezogen werden? Vielleicht das mit Hit, weil wir ihn als nächsten Dokkan X den Charakter gewählt haben. Ich denke aber trotzdem, dass die Wahrscheinlichkeit gut steht, dass als nächstes Evolution Vegeta kommt mit Jiren. Beide werden in einem Banner sein, wie gesagt. Beide bekommen aber ihr Dokkan-Event und die anderen Charaktere, die wir uns ansehen, bekommen dann ihr Awakening. Genau, alles klar. Nächste Woche sollten wir schlauer werden oder die Tage auf jeden Fall. Anyway, dann sind wir immer noch hier mit unserem Boy Jido. Das ist auch eine sehr gute Rotation, weil wir haben hier noch einen Support von unserer Girl Super Saiyan 2 Kane. Die gibt noch Attack 130% hinzu und Keep Plus 2 für Universe Survival Saga Charaktere. Und ihr seht schon, Dispo, der wird so eine Dodge-Maschine. Deswegen könnt ihr wirklich ohne Bedenken in eine Rotation halten mit unserem Boy Jido. Er hört jede Runde jetzt dadurch, wenn die reinkommt, sein Angriff um 20%. Und ja, das ist 60% zu dodgen. Ist auf jeden Fall nice. Ist auf jeden Fall nice. Dispo macht gerade seinen Job wirklich sehr, sehr gut. Versorgt unseren Boy Jiren mit sehr guten Linkskills. Wir kommen ja auf 2,1 Millionen. Das ist auch auf jeden Fall sehr gut anzusehen. Und crittet der Boy hier? Haut er einen Crit raus? Gucken wir mal. Ja. Ich glaube, meiner hat Level 5 Crit. Ich habe keinen Dupe für Jiren, aber Stun können wir Uigoku ab dieser Phase eigentlich nicht mehr, genau. Okay, wir kommen zur letzten Runde. Kämpfen gegen Ultra Instinct Goku. One last fight. Und mein Boy transformiert sich hier, falls ihr euch fragt, wie triggert sich denn die Transformation von Evolution Vegeta? Ab Anbeginn der vierten Runde. Oh, sieht doch geil aus. Ab Anbeginn der vierten Runde hat er eine 30%ige Chance, sich zu transformieren. Und der sieht brutal aus. Der sieht brutal aus, Mann. Da will ich euch nichts erzählen. Das ist geil, das ist wirklich geil, dass er sich hier transformiert hat. Schade, hätte Ultra Instinct Goku seine Transformation auch getriggert, wäre es echt auch nice. Wir wissen, der Ultra Instinct Goku transformiert sich, wenn die HP 50% oder drunter sind. Aber Evolution Vegeta, reines Tankhaus und macht auf jeden Fall auch solide was her in Sachen Schaden. Die Ulti hier, okay. Und jedes Mal, wenn er angreift, erhöht er quasi sein Crit. Maximum sollte, sind 70%. Erhöht also pro Angriff um 10%, das Maximum 70% in der transformierten Form. Und deswegen ist er echt auch ein Powerhouse. Die zwei Additional Attacks, die er danach startet, sind
keine Ultis, sie haben keine Chance, eine Ulti zu sein, sind nur Auto-Attacks, finde ich nicht schlimm, weil sonst wäre das schon ein bisschen OP. Jedoch kann natürlich der letzte Angriff, der vierte Angriff auch noch triggern wegen dem Dupe-System. Okay, das wird wehtun. Das wird wehtun. Okay, doch nicht. Okay, dann Topo sei Dank. Topo sei Dank an der Stelle. Topo sei Dank. Falls es Ultra Instinct Goku nächste Runde überlebt, dann hätten wir... Ultra Instinct Goku. Ja, doch, den Gegner meine ich. Dann würde unserer sich eventuell transformieren. Es sei denn, Jiren haut ihn um. Das könnte auch sein. Schauen wir mal, schauen wir mal. Obwohl, vielleicht sollte ich mich echt healen. Ihr seht schon. Okay, wow, okay. Afghat. Okay, die Message kam an. Die Jungs wollen, dass sie beenden. Die Message kam an. Anyway, Freunde, die zwei Jungs, die werden, dass sie locker beenden. Wir healen uns trotzdem mal zur höchsten Sicherheit, weil vielleicht überlebt er den ersten Angriff und Dispo bekommt auf jeden Fall gut Schaden. Denn das Event von Ultra Instinct Goku, sowohl als auch das von Jiren, was kommen wird, sind wirklich schwer. Also sollte man nicht unterschätzen. Lange Rede, kurz Sinn, Freunde. So viel zu dem Vorschau zu unseren Boys Jiren und zu dem kommenden Awakening, also zu Jiren besser gesagt, zu Topo, zu Dispo und Evolution. Wir geben einen kleinen Vorschau. Die Tage wird eventuell, was heißt eventuell, die Tage werde ich euch auch noch ein Showcase bzw. Vorschau liefern, eben zu Evolution Vegeta in seinem Pure Saiyan Team. Warte mal, vielleicht, ich verabschiede mich hier schon, aber vielleicht überlebt er das. Es sei denn, dieser Giro hier, es kann sein, dass er es wirklich überlebt. Knapp überlebt. Doch nicht. Okay, alles gut. Anyway, Freunde, ich hoffe, das Ganze hat euch dementsprechend gefallen. Wenn ja, gebt den Ganzen ein Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world, you a man, bruh.